Herzlich willkommen bei Sam Tested, heute für euch mit den Funtech SHS 221 BT Bluetooth 4.0 Stereo Headset. Ich möchte es euch gerne etwas näher bringen, dieses kleine schicke Ding. Es war für meine Lebensgefährtin, die brauchte was für die Musik, wenn sie abends mit dem Notebook sitzt, aber noch das Kind hören kann. Und es sollte natürlich aussehen und einigermaßen bequem sein. Wäre ich ihr mit AKG angekommen, hätte sie mir wohl den Kopf abgeschlagen mit so dicken Ohrmuscheln. Ich möchte auf das Gerät etwas eingehen, euch zeigen, wie es aussieht, wie es funktioniert und natürlich nachher am Ende am PC einmal zeigen, wie schnell es sich verbinden lässt. Das ist die Verpackung, Plastik, einfach Schnickschnack, paar Specs und das war's. Dann steht hier noch drauf, Game Controllers, PC, Notebooks, MP3-Player, Tablet und Smartphone. Sie hatte vorher so kleine, so nicht in ihr, sondern diese normalen Kopfhörer, die man überall beikriegt, so billige Dinger. Und die taten ihr weh und sie wollte sich nie welche kaufen. Jetzt hat sie die zum Geburtstag einfach mal bekommen und ihr kriegt dazu den passenden Test. Hier haben wir die schnicken, kleinen und unauffälligen Kopfhörer liegen. Ich stelle das einmal kurz scharf. So, hier haben wir die liegen und sie fallen auch gar nicht großartig auf. Sie haben ein grünes, ich hoffe, das kommt mit dem Licht gut rüber, ein sehr grünes, knalliges Grün. Und wir haben hier nochmal das Logo, das ist den Schriftzug Funtech, den An- und Ausschalter, laut, leiser und weiter, um die Musik auch weiterzuschalten. Dann haben wir hier noch auf der rechten Seite die Optik halber, der gleiche Aufbau, aber hier sind keine Tasten, also keine Funktion. Dann haben wir hier so bewegliche, kleine Muscheln, die dann auf das Ohr aufliegen und wir können die hier verstellen, um auch für die größeren Köpfe etwas zu machen. Die sind relativ stramm und haben hier oben nicht eine Polsterung oder so, leicht gummiert, aber das brauchen die auch nicht. Die sind super weich und super leicht. Also die sind wirklich vom Gewicht her, fallen die gar nicht auf. Das Problem ist aber, wenn man zum Beispiel joggen möchte, dann kann das schon mal passieren, dass die, glaube ich, rutschen. Sie sitzen fest und auch stabil, wenn man vor dem Notebook sitzt oder so oder sich bewegt. Aber ich glaube, wenn man damit wirklich joggen geht, kann es schon mal passieren. Ich will mich darauf nicht festlegen, aber ich würde es fast behaupten, diesen Test habe ich leider nicht gemacht. Dabei ist ein USB-Ladekabel, auch schon die neuen Normstecker, wie beim Handy-Ladegerät. Einfach ran an USB-Port und dann hat man für viele Stunden Musik. Was kann ich euch zu das Gerät sagen? Ich habe es natürlich ein bisschen getestet mit meiner Musikrichtung. Ihr wisst ja, House, Rap und diese ganze Schiene. Gerne auch mal etwas R&B. Und ich kann euch sagen, die haben wirklich einen verdammt guten Klang. Bitte beachtet, diese Teile kosten knapp 30 Euro. Und geht nicht davon aus, ihr habt AKGs mit einem räumlichen, ultra geilen Sound. Nein, aber ihr habt mit diesen Teilen, also ich glaube, jeder Otto-Normalverbraucher wird sagen, boah krass, was ist das für ein guter Sound. Die Bässe, die kommen knackig, die kommen rüber, man hört sie richtig, die Tiefen, und die sind auch laut, also man kann die wirklich mal ein bisschen lauter stellen. Viele mögen das nicht lauter, aber die kann man wirklich auch mal lauter stellen. Und die, ich dachte, ich habe eigentlich ganz ehrlich gedacht, die Teile, die können keinen Sound geben. Hier so, ich habe das auf dem Foto, hat man das halt gesehen, so kleine Puschelpads, die werden sicherlich so ein bisschen leicht blechern, würde ich sagen, gedacht. Aber ich wurde wirklich getäuscht. Die Teile haben wirklich einen extrem guten Klang. Ein ganz bisschen dumpf, würde ich fast behaupten. Also schon in der Dumpf, dass es sich ein bisschen dumpf anhört alles. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber empfinden, wie er den Klang empfindet, weil jeder hat so sein eigenes Empfinden. Aber ich kann sagen, dass dieser grundlegende Klang macht überhaupt nichts falsch. Ihr kriegt kein Produkt, wo ihr sagen würdet, boah, das geht gar nicht. Wenn ihr das voll aufdreht, da überschellert nichts. Die bleiben stabil, das hört sich immer noch gut an. Und ihr habt wirklich auch einen Klang, wo man sagen kann, ey, okay, das sind 30 Euro, ey, alle Achtung. Wo ich die das erste Mal auf hatte, ich glaube, da hat die noch ein Freund von mir erstmal aufgehabt und der hat gehört, oh, gute Dinger. Und dann habe ich die aufgesetzt und ich wollte das selber hören
und ich war wirklich begeistert. Und genauso einfach ist auch die Verbindung. Bei Amazon sind manchmal Bewertungen, dass es da mit einem Windows Phone nicht geht oder sonstiges. Ich kann euch sagen, ich nutze ein Windows Phone. Es funktioniert ohne Probleme. Es hat 3 Sekunden gedauert. Bluetooth Soundbar funktioniert ohne Probleme. Pioneer, ein großer Receiver mit Bluetooth-Modul, funktioniert ohne Probleme. Fernseher funktioniert ohne Probleme. Und genauso auch Computer, Notebook. Beides mit einem Computer-Stick und mit einem Notebook funktioniert ohne Probleme. Das geht wirklich ratzefatz. Ihr braucht einfach nur diesen Knopf gedrückt halten. Und dann seht ihr gleich, dass es jetzt eigentlich genau blau leuchtet. Und wenn man jetzt gedrückt hält, blau-rot. Und jetzt ist ein Verbindungsmodus für 3 Minuten. Jetzt könntet ihr mit eurem Gerät, womit ihr euch verbinden wollt, einfach zack, würde das Gerät einen Code wollen, 4x die 0, fast Standard. Und ihr seid mit den Kopfhörern verbunden. Und dann könntet ihr auch damit annehmen, wenn ihr telefoniert, es ist natürlich auch ein Headset drin, um zu telefonieren, wenn ihr unterwegs seid und die Kopfhörer aufhat, könnt ihr damit auch telefonieren. Ziemlich gute Sprachqualität, nichts Überragendes, ich würde sagen auf einem guten Mittelmaß. Schön ist halt, die haben wirklich ein modernes, ich würde fast sagen, das ist ein modernes und stylisches Design, so einfach so ziemlich irgendwie ein bisschen schlicht, aber dann fallen sie doch extrem auf, weil sie einfach klein und diese etwas breitere Bügel, der in knalligen Farben verfügbar ist. Ich finde sowas echt super, dieser Trend. Aber was ich ein bisschen doof finde, hier ist es jetzt nicht der Fall, bei vielen Sachen wird wirklich für die Farbe ein guter Aufpreis verlangt, nur weil es knallig grün, orange ist. Aber die Produktionskosten sind genauso viel, meist kosten es auch ein 20 mehr oder so. Finde ich ein bisschen schade. Und der Wiederverkauf ist meist schlechter, weil sie alle schwarz-weiß dann wollen. Ja, ich würde sagen, wir wechseln jetzt gleich einmal rüber. Am Computer und ich werde euch zeigen, wie einfach das ist mit der Verbindung. Von mir gibt es dafür eine klare Kaufempfehlung. Ich habe sie für 26 Euro erworben und ich kann nur sagen, tipptopp, gute Verarbeitung bis jetzt, außer das wirkt ein bisschen leicht wackelig, aber es ist logisch, dass sie locker sind, damit die auch sich dementsprechend anpassen, aber es wirkt ein bisschen instabil. Aber ansonsten, die wirken wirklich gut verarbeitet. Was soll man da groß sagen? Das ist ja wirklich eine ziemlich einfache Verarbeitung, sage ich mal, weil es ist ja wirklich nur ein Bügel, den man hier so ein bisschen biegen kann. Da kann, denke ich, auch nicht allzu viel kaputt gehen, muss ich ehrlich sagen, weil das ja wirklich nur ein Bügel ist. Außer man bricht ihn oder so, dann ist es natürlich klar. Aber es geht ja wirklich nur ein Kabel hier rüber. Hier ist die kleine Elektronik drin, hier ein bisschen Elektronik und das war es ja in dem Moment. Daher kann, glaube ich, nicht so viel kaputt gehen. Das war's. Wir sind uns jetzt wieder am Computer. So, da sind wir jetzt schon und jetzt werde ich euch das einmal zeigen. Ihr seht jetzt, ich starte jetzt einmal das Funtech SHS und bringe es in Verbindungsmodus und jetzt seht ihr, es blinkt hier schon bunt auf, also rot-blau in dem Moment. Jetzt gehen wir unten auf unseren Bluetooth-Adapter, den werdet ihr alle haben, wenn ihr einen Bluetooth Stecker habt oder im Bluetooth schon integriert habt, da klicken wir drauf und jetzt seht ihr, dass der Computer in dem Moment sucht und ihr seht, es ist direkt da, so wie ein paar andere Geräte hier noch von mir und jetzt können wir einfach auf Koppeln drücken und jetzt verbindet das eben, ihr seht, es leuchtet jetzt schon blau auf und es dauert jetzt noch einen kurzen Moment, bis sich das wirklich komplett und korrekt verbunden hat und wir es dann auch verwenden können. Ich denke mal ein paar Einstellungen im System oder wie auch immer. Das machen wir jetzt schon einmal runter, aber wir gucken, geht er doch noch. Wenn es ja dann verbunden ist, macht ihr das Gerät natürlich immer so den Funtech immer nur an und automatisch ist es dann immer verbunden. Also ihr müsst ich jetzt immer jedes Mal neu koppeln. Das habe ich jetzt nur einmal rausgemacht, damit ihr es seht. So, jetzt sind wir hier und jetzt habe ich hier, müssen wir mal gucken, ob sich das dann auch auf dem Funtech jetzt rüberspielt. Machen wir das einfach kurz als Standard, weil ihr seht, ich habe hier zig andere Audio-Sachen noch, die sich hier verbinden. Und jetzt hört ihr das hoffentlich ganz gut. Ich mache das mal voll laut. Und hier mal Windows. Siehst du, Windows können wir damit auch steuern sogar. Ihr seht, wenn ich jetzt runtergehe und wieder hochgehe, das seht ihr jetzt nicht, weil ich daran gedreht habe. Aber jetzt seht ihr das, wenn ich drücke, dann stellt sich das auch ein. Jetzt machen wir das mal als Standardgerät, damit ihr hier einmal hier YouTube-freie Sounds. Und ihr seht wirklich, es funktioniert ohne Probleme. Ihr hört auch, dass die nicht unbedingt leise sind. Die haben schon ordentlich Klang. Auch wenn ihr jetzt, denke ich mal, nicht so viel mitkriegt davon.
aber die hören sich wirklich gut an. Und ihr seht, es funktioniert wirklich 1:1. Ihr habt keine Verbindungsabbrüche. Ich habe es probiert. 4 Meter ungefähr reichen die schon. Das war's bei Sam Tested. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet einen Eindruck gewinnen und wisst jetzt, ob ihr diese kaufen wollt oder nicht. Natürlich könnt ihr auch mehr Geld ausgeben und es gibt sicherlich auch noch hochklassigere und bessere Bluetooth-Kopfhörer. Das will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Aber für diese Preisklasse will ich sagen, es ist wirklich schon ziemlich gut, wenn man nur offene will. Wenn man natürlich geschlossene will, muss man natürlich woanders schauen. Das ist natürlich eine offene Bauweise. Das heißt, in der Bahn oder so kriegen andere höchstwahrscheinlich mit, was ihr hört. Da es kein NC hat. Also, neues Challenge da. Das war's bei Sam Tested. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Kommentiert, liked, abonniert Facebook, Twitter. Ihr wisst, die ganze Schote muss einmal durch. Und dann seid ihr auch meine Freunde. Auf Wiedersehen.